Willkommen zur neuen Ausgabe von Tichys Ausblick, heute mit einem provokanten Thema. Kommt nach der Bundestagswahl die Enteignung? Viele Indizien deuten darauf hin. Die Europäische Union will ein Vermögensregister erstellen, bei dem so ungefähr alles aufgezeichnet ist, vom goldenen Fingerring über Bilder an der Wand, Erbstücke, natürlich Gold, Bitcoins, Geld, Aktien, Vermögenspaläste. Auf dieser Basis könnte man dann, wie die Grünen, die Linke, die SPD fordert, eine Vermögenssteuer aufsetzen. Man kann aber auch natürlich, wie die SPD, die Grünen und neuerdings die CSU es fordern, auch die Vermieter enteignen über einen Mietendeckel, der praktisch den Besitz von Immobilien wertlos macht. Und die jüngste Idee ist von den Grünen, man könnte jede Immobilie, auch das kleine Häuschen im Grünen, das Reihenhaus, sofort besteuern, als Vermögensbesteuer jedes Jahr. Und da die Inflation die Preise künstlich treibt, ist plötzlich das Haus auf dem Papier mehr wert und kostet reell Geld aus der Tasche. Also ein heißes Thema. Und das möchte ich diskutieren heute mit Marc Friedrich, Sachbuchautor über Geld, drohende Entwertung und Vermögensberater. Mit Rainer Zittelmann, er ist berühmt geworden mit einer Analyse über Hitler als Revolutionär, hat aber viele aktuelle Sachbücher geschrieben, ist Publizist und selbst Unternehmer. Und Hermann Otto Solms, 37 Jahre im Bundestag für die FDP, darüber sprechen wir heute allerdings nicht, Alterspräsident, Bundestagsvizepräsident, sondern wir sprechen mit Ihnen im Rahmen Ihrer Eigenschaft, die sich in der Stiftung Eigentum verwandt haben. Was ist an Eigentum eigentlich so wichtig, dass man eine Stiftung gründen muss? Die Stiftung hat die Aufgabe, die vielfältigen Funktionen des Eigentums herauszuarbeiten. Sie hat eine Bibliothek des Eigentums herausgebracht, die sehr lesenswert ist. Und da werden alle Bereiche abgedeckt, beispielsweise natürlich auch das geistige Eigentum. Aber wichtiger ist, Eigentum ist ein Grundprinzip unserer Rechtsordnung. Und Walter Eucken hat schon seinerzeit vor dem Krieg geschrieben, dass Eigentum zu den konstituierenden Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft gehört, weil mit Eigentum verbunden ist automatisch Verantwortung. Wer Eigentum hat, muss die Verantwortung für das Eigentum übernehmen. Und wenn Sie das Gegenmodell sehen, Volkseigentum, ich gucke in die DDR, da ist das Eigentum verkommen. Der Immobilienbesitz ist verrottet, keiner hat sich darum gekümmert, weil es geht mich ja nichts an, es gehört ja dem Volk. In Wirklichkeit einer kleinen Nomenklatura, die behauptet, über alles bestimmen zu können. Und deswegen ist für die Existenz unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung und unserer Wirtschaftsordnung die Eigentumsgarantie unverzichtbar. Eigentum und Verantwortung, dazu habe ich auch ein kurzes Interview mit Wolfgang Grupp geführt. Er ist seit 52 Jahren Geschäftsführer von Trigema, produziert nur in Deutschland. Und er kritisiert viele Unternehmer für einen unsinnigen Umgang mit Eigentum. Herr Grupp, Sie sind als Eigentümer, Inhaber der Firma Trigema stolz darauf, 1200 Mitarbeiter zu beschäftigen und alle Ihre Produkte ausschließlich in Deutschland herzustellen. Wird es auch in Zukunft so sein? Selbstverständlich. Ich sag mal, ich habe als Unternehmer natürlich auch eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und gegenüber meinem Heimatland. Und wir brauchen auch in unserem Heimatland oder in Deutschland brauchen wir die Produktionen. Denn alleine nur vom Verwalten und Angeben, was man machen muss und dann die anderen Länder sollen die Produktionen machen, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Produktionsarbeitsplätze, aber auf hohem Niveau. Nicht einfache Artikel, das ist Aufgabe der Billiglohnländer. Wir brauchen die innovativen Produkte. Das heißt, wir brauchen als erster sozusagen das E-Auto. Das müssen die Firmen machen. Wir müssen das, was zukunftsorientiert ist, als in Europa als erster machen. Und nicht
zulassen, dass es die anderen zuerst machen. Und so habe ich Cradle to Cradle, nachhaltige Produktion. Das ist eine Chance für mich, auch für die Zukunft. Und deshalb muss ich darauf achten, dass ich hier meine Produktion halte. Das ist selbstverständlich. Auslandsproduktion gibt es nicht, weil ich auch keinen kenne, der in meiner Branche reicher geworden ist. Wenn Sie Schießer, Jockey und wie sie alle geheißen haben, sie waren Millionäre, als sie in Deutschland produzierten. Dann haben sie ihre Arbeitsplätze verlagert und sind alle Konkurs oder insolvent gegangen. So, nun ist aber so, dass sich die Standortbedingungen in Deutschland doch dramatisch verschlechtern. Die Energie wird immer teurer. Ist es nicht immer schwerer für Sie? Das will ich jetzt nicht sagen. Wir haben bisher in 52 Jahren mache ich mein Geschäft und man muss nicht meinen, dass alles früher besser war. Wir müssen vor allem und die Politik muss darauf achten, dass sie den Wandel der Zeit rechtzeitig erkennt und rechtzeitig ihn einleitet. Und wenn die Energie im Prinzip, wenn wir aus Klimawandel oder sonst was gewisse Dinge ändern müssen und die teurer sind, dann muss ich sie mitmachen können. Dafür wird anderes günstiger oder billiger. Das ist immer so gewesen und wir müssen uns dem Wandel anpassen. Und wenn wir alle den Klimawandel sozusagen rechtzeitig erkennen und danach arbeiten wollen, dann müssen ja auch die anderen im Prinzip teurere Energie haben. Und deshalb wird das in einem Wirtschaftssystem nicht so sein, dass der eine sozusagen billiger arbeitet oder nicht, wenn alle das gleiche Ziel haben und verantwortlich arbeiten. Die Verantwortung ist das Wichtigste und ich habe auch die Verantwortung, dass die Zukunft rechtzeitig gemeistert wird. Nun fürchten viele, dass es nach einem Linksruck in der Bundestagswahl zu einer Bedrohung des bürgerlichen Eigentums kommt. Mietpreisdeckel, Vermögensregister, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer und ähnliche Dinge. Fürchten Sie sich davor als Unternehmer dann im 53. Jahr? Natürlich ist das fatal. Aber wollen wir uns doch fragen, ich sage natürlich auch, eine rot-rot-grüne Regierung, das wäre, muss verhindert werden. Aber wer ist schuld? Sind wir Unternehmer nicht mitverantwortlich, dass Rot-Rot-Grün eine Chance hat? Wenn ich sage, ich habe die Verantwortung für meine Mitarbeiter, ich schaue, dass ich rechtzeitig den Wandel erkenne und so weiter und entlasse nicht und übernehme auch die Verantwortung für meine Entscheidungen, dann glaube ich, haben die Rot-Rot-Grün keine Chance. Aber wenn ich sage, wird der Staat oder die Regierung lässt zu, dass ich pokere, solange es gut geht, kassiere ich und wenn es schlecht geht, schmeiße ich den Bettel hin und alle anderen müssen bezahlen, dann muss ich Verständnis haben, dass andere sagen, wenn die das Geld kriegen, solange es positiv ist und wenn es negativ ist, wird es umverteilt, dann müssen wir mit anderen Mitteln versuchen, dieses Geld wieder zurückzuholen. Wir brauchen die Haftung zurück in den Entscheidungsträger. Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg ist geschaffen worden von lauter persönlich haftenden Unternehmern. Sie hatten auch einen Vorwärtsdrang, aber sie wussten, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, sind sie als erster persönlich in der Haftung. Und deshalb waren die Entscheidungen überlegter und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgeliefert. Wenn wir aber zulassen, dass die Leute, egal ob es Betrüger sind, ob Flotex-Skandal oder Schneider damals, Immobilienmann, wenn die alle nach ihrem Gefängnis oder sonst was Millionen behalten dürfen, dann hat das mit einem Rechtsstaat, ist das mit mir nicht zu vereinen. Wir brauchen die persönliche Haftung zurück. Und ich habe ja vorgeschlagen, die Politik soll denen, die persönlich haften, den halben Steuersatz geben. Dann gehen sie zurück in die Haftung aus Steuergründen. Und dann sind die Entscheidungen überlegter und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Also wir haben zu wenig echte Unternehmer in Deutschland. Das wird immer weniger. Das heißt, wir haben tolle Unternehmer, vor allem im Mittelstand, im kleinen Mittelstand, der Handwerker und alles, die müssen ja meistens verantwortlich sein. Aber je größer sie werden, auch Familienbetriebe, die immer noch größer werden und so weiter und am Schluss Pleite machen, verstehen Sie, und dann dürfen die Familienmitglieder weitermachen, ob das Wörl war in Bayern oder sonst was.
Das sind alles Dinge, die ich nicht akzeptiere. Auch einen Karstadt, ich sage mal, der zweimal Insolvenz macht. Fragen Sie mal, was die verantwortlichen Vorstände an Millionen bekommen haben und die Mitarbeiter saßen in Hartz IV oder sind oder und die Gläubiger haben ihr Geld nicht bekommen. Und wenn ich sehe, zum Beispiel bei Karstadt, dass das zuerst an einen Herrn Berggrün aus Amerika verkauft wurde und dann hat dieser Herr Berggrün, der keine Ahnung von Karstadt hatte, angeblich 100 Millionen rausgeholt und an den Benko nach Österreich verkauft. Die erste Frage in einem Rechtsstaat, hat der Insolvenzverwalter, der erste Insolvenzverwalter nicht versagt? Wenn ein Berggrün 100 Millionen rausholen kann, dann steht das normal den Gläubigern zu. Das hat er nicht gekonnt. Der Berggrün hat's gemacht und dann bekommt ein Benko sozusagen in Österreich, Karstadt, macht eine Immobiliengesellschaft links und eine Grundstücksgesellschaft links in die Tasche. Das ist privat und rechts ist die Betreibergesellschaft und die wird erneut Insolvenz gemacht. Das kann es nicht sein. Wir brauchen die Verantwortung und Haftung. Und ein toller Unternehmer kann viel verdienen, aber einer, der versagt, kann nicht das Gleiche verdienen. Wunderbar, das war schon das Schlusswort. Vielen Dank. Marc Friedrich, ist mein Einstieg zu pessimistisch, zu ängstlich? Oder sehen Sie die Gefahr wie ich, dass Eigentum verschwindet? Nein, ich sehe das ganz realistisch. Also Sie haben da einen realistischen Blick auf die Sache, weil bei jedem sollten eigentlich die Alarmglocken läuten, wenn man sieht, dass die Bundesregierung natürlich auch klammheimlich unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit versucht, unsichtbare Mauern zu kreieren. Also wir sehen das Vermögensregister der EU, haben Sie schon angesprochen. Wir sehen die Enteignung der Bürger durch die Inflation. Wir sehen seit 2016 durch die EZB-Politik, dass wir eine Nullzinsphase haben, dass der Bürger nicht mehr adäquat fürs Alter vorsorgen kann, dass er nicht mehr sich eine Immobilie leisten kann, weil durch die Druckerpresse natürlich die Immobilienpreise in ganz Deutschland stark gestiegen sind. Und das Eigentum ist definitiv einem Angriff ausgesetzt. Wir sehen, dass viele Parteien, vor allem die Linken und die Grünen, aber auch die SPD, versucht, auf das Vermögen zuzugreifen mit einer Vermögensabgabe und einer Vermögensteuer. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Und Herr Scholz bereitet das ja schon vor. Darf ich dann einmal nachfragen? Gerne. Sie haben da ein neues Argument eingeführt, die Inflation. Inwiefern enteignet Inflation? Ja, die Inflation bedeutet nichts anderes, dass mir Kaufkraft genommen wird. Das heißt, wenn wir offiziell momentan 3,8% Inflation haben, bedeutet, dass mein Geld 3,8% weniger wert ist. Also uns wird durch die Inflation die Kaufkraft genommen, gestohlen. Es ist eine indirekte Steuer, eine versteckte Steuer eigentlich vom Staat, weil der Staat kann sich kostenlos eigentlich momentan verschulden und entschuldet sich auf Kosten der Bürger durch steigende Preise, die wir zahlen. Steigende Preise für Immobilien, für Energie oder halt für Lebenshaltungskosten. Das heißt, wenn jemand 100.000 Euro auf dem Konto hat und er macht gar nichts, dann hat er Ende des Jahres 3.800 Euro weniger, wenn die Inflation bei 3,8% ist. Zusätzlich natürlich noch, wenn Minuszinsen kommen, die muss man natürlich auch noch mitbezahlen. Ist es dann nicht gerecht, ich frage Sie mal provokativ, da ja viele ihr Geld deswegen in Betongold stecken, also in Immobilien, dass die dann wenigstens über eine Vermögenssteuer für ihren Reichtum herangezogen werden? Das finde ich nicht, weil wir haben in Deutschland so eine sehr hohe Steuerquote. Wir haben die höchste Steuer- und Abgabenlast weltweit. Nehmen wir mal den Immobilienbesitzer. Der muss erstmal, wenn er Spitzensteuersatz hat, dann zahlt er 42%. Ne? Spitzensteuersatz fängt bei 57.919 Euro an. Das sind netto dann 30.000 Euro. Davon macht man in Deutschland keine großen Sprünge, kann sich auch keine Immobilie leisten. Plus Soli. Dann geht es aber weiter. Dann kaufe ich mir eine Immobilie, zahle 5-7% Grunderwerbsteuer. Dann habe ich eine jährliche Abgabe in Form der Grundsteuer. Dann feiere ich meinen Hauskauf, indem ich dann mir einen Sekt kaufe, Schaumweinsteuer. Dann habe ich noch, Sie lachen, aber es ist so. Dann gehe ich essen, zahle 19%. Ne? Die Salzsteuer nicht vergessen. Ja, Salzsteuer. Wir haben 40 Steuerarten. Also es ist komplex und absurd. Wir haben eine Steuerquote von weit über 50%, eher 70-80%. Und da muss ich sagen, ist der Staat übergriffig geworden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt gar nicht mehr. Und jetzt drohen schon neue Abgaben, neue Steuern wegen Corona, Wiederaufbaufonds und natürlich auch wegen anderen Fehlentscheidungen der Politik, die natürlich bezahlt werden müssen. Weil wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Die Menschen denken immer, ja, das zahlen die anderen. Nee, das zahlen wir alle über Abgaben und Steuern. Jetzt fördert ja die Grüne auch 48% Spitzensteuersatz ohne Vermögensabgabe. Aber Vermögensabgaben haben noch nie funktioniert und wurden ja auch deswegen 1996 abgeschafft in Deutschland. Jetzt werden sie wieder eingeführt werden. Herr Zittelmann, Sie sind mit Büchern und Aufsätzen hervorgetreten, in denen Sie sich als Verteidiger des Kapitalismus immer ausgegeben haben.
Was passiert da? Ist Deutschland ein antikapitalistisches Land geworden? Ja, wir haben ja schon in den letzten Jahren die Tendenz, dass das Eigentum immer mehr ausgehöhlt wird. Es gibt ja zwei Formen, wie man enteignen kann. Das eine ist so die altmodische Form, wie das die Kommunisten gemacht haben, die gesagt haben, das ist jetzt enteignet. Ja, aber es gibt noch eine andere Form, dass du zwar formell Eigentümer bleibst, also den Rechtstitel, ja, aber die Verfügungsgewalt immer mehr verlierst. Ja, also das heißt, das ist dann ein Unternehmen, zum Beispiel ein Automobilhersteller, die sind formal, ist es noch in deren Privateigentum, aber der Staat, irgendwelche Brüsseler Flottenziele, sagt ihnen, was du zu produzieren hast. Oder du bist Eigentümer noch deiner Immobilie, aber du kannst zum Beispiel die Miete nicht mehr so aushandeln, wie du es willst, sondern ich sage mal ein Beispiel, was die Grünen jetzt vorgeschlagen haben. Die sagen, dass der Betrachtungszeitraum für den Mietpreisspiegel auf 20 Jahre ausgedehnt wird. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, heißt aber. Sieht harmlos aus, heißt aber faktisch, dass du auf Dauer die Miete nicht mehr erhöhen kannst, sondern sogar senken musst. Ja? Aber da ja gleichzeitig deine Ausgaben, also zum Beispiel nicht umlagefähige Nebenkosten und so weiter, steigen, ja? Und man schon, sagen wir, bei einer moderaten Inflation 2,5%, das heißt, dass danach 10 Jahren von der Kaufkraft her gesehen aus 1.000 Euro 780 Euro geworden sind. Ja? So, und wenn du auf der einen Seite die Einnahmen nicht mehr steigern kannst, sondern sogar zurücknehmen musst, aber die Ausgaben, die steigen, das ist also eine andere Art der Enteignung. Das ist so meine zentrale These. Man soll nicht nur schauen auf die Pläne von Linken und anderen, die jetzt sagen, wir enteignen, zum Beispiel was in Berlin jetzt hier zur Abstimmung steht, Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen. Das ist nur die eine Form der Enteignung. Die andere, die geschicktere ist, ja, du bleibst formell Eigentümer, aber wirst eigentlich so zum Staatsangestellten, der noch zum Beispiel die Mieten einnehmen kann und verrechnen kann. Aber im Prinzip sagt der Staat, was du zu tun und zu lassen hast. Und das ist die gefährliche Form, weil sie nicht sofort so erkennbar ist als Enteignung, wie jetzt die altmodische Form, wo einfach gesagt wird, wir nehmen dir das jetzt weg. Dann sagt Markus Söder, wir brauchen das in allen Metropolen, weil überall die Mieten steigen und die Bürger nicht mehr die Mieten bezahlen können. Ist es da nicht gerecht, ist es nicht Aufgabe des Staates, da ein Gleichgewicht herzuführen, wenn das System in Balance gerät? Ja, das ist ja das, was Ludwig von Mises schon als Interventionsspirale ganz gut bezeichnet hat. Also man macht irgendeine Maßnahme. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Mietpreisbremse, die man eingeführt hat. Die wirkt dann nicht so, ja. So, und dann verschärft man die Mietpreisbremse und dann wirkt sie immer noch nicht. Und dann macht man die nächste Verschärfung und es wirkt immer noch nicht, ja. Und das ist praktisch wie jemand, der an der Weggabelung mal falsch abgebogen ist, geht den falschen Weg und erkennt es auch irgendwie, dass er nicht ankommt, aber sagt, jetzt muss ich schneller gehen. Ja? Das ist ja praktisch das gleiche Prinzip. Das heißt also, man fängt einmal damit an, aber das wird immer mehr und mehr. Man sieht es ja jetzt gerade auch im ganz anderen Bereich bei den Benzinpreisen. Dann macht man erst diese ganzen Steuern und CO2 und so weiter. Und dann sieht man, dass die Benzinpreise steigen. Dann kommt die CSU und sagt, jetzt müssen wir aber einen Benzinpreisdeckel einführen. Also das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für die Interventionsspirale von Mises. Man fängt einmal an und verzwickelt sich dann so wie so ein Tausendfüßler, der irgendwo mit den 1.000 Füßen am Schluss nicht mehr weiß, wie er läuft und nicht mehr von der Stelle kommt. Ja. Aber das Grundübel, warum die Immobilienpreise steigen, ist ja die EZB-Politik. Ne? Das sollte die Politik ja ansetzen. Eigentlich müssten ja die Linken jeden Tag vor der EZB demonstrieren, weil die ja die Ungleichheit immer weiter verschärfen, weil die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, weil die Reichen, die jetzt Immobilien besitzen oder Aktien besitzen, die werden ja durch die Asset Inflation automatisch reicher, ohne was zu tun. Die EZB sagt, wir retten Arbeitsplätze und sind für die Armen da. Die EZB sagt aber auch, wir sollen nicht so auf die Zinsen gucken und Arbeitsplätze sind wichtiger, klar, natürlich. Aber nichtsdestotrotz, durch diese fatale Notenbankpolitik wird die Ungleichheit immer größer. Die Konzentration von Vermögen in wenigen Händen wird immer stärker. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, den habe ich ja auch im Buch beschrieben. Und wir sehen ja die Auswirkungen. Die Politik hat sich ja auch voran, die Notenbankpolitik. Die kommen ja gar nicht mehr aus dieser Sackgasse raus. Und der Normalbürger kann sich keine Immobilie mehr in Deutschland leisten, weil die Preise immer weiter steigen, bis die Immobilienblase platzt. Und parallel sehen wir jetzt eine stark saftige Inflation bei den Rohstoffpreisen, bei den Produzentenpreisen, aber auch bei den Lebenshaltungskosten. Und da muss man halt gucken, ob die Löhne auch so in Zukunft steigen. Die Unzufriedenheit wird meiner Ansicht nach zunehmen. Ich will das noch an einem Beispiel deutlich machen. Die Gewerkschaft der Lokführer streikt für 3,8% Lohnerhöhung im Zeitraum von 2 Jahren. Aber die Inflation beträgt wahrscheinlich an die 8%.
Streiken die eigentlich für zu wenig Geld? Absolut. Oder? Letztes Jahr war die offizielle Inflation 0,4%. Und ich habe mir ja die Mühe gemacht, im Buch aufzuzeigen, was die wahre Inflation war, so wie sie ja geschult wird oder in der Universität beigebracht wird. Und es war 13,73%. Und da kommen wir der Wahrheit wohl schon ein Stück näher. Wenn man sich anschaut, wie die Immobilienpreise explodiert sind. Wir sehen Shrinkflation, also dass die Packungseinheiten immer kleiner werden. Die Produzenten, die sagen ja auch, hey, die Rohstoffpreise rennen uns davon, wir kommen gar nicht hinterher. Durch Corona, durch die Lockdowns. Und natürlich, klar, die 3,8%, das kann man sich wirklich in die Haare schmieren. Wir bräuchten eigentlich wahrscheinlich eher 15% Lohnerhöhung. Ich habe bei Ihrer Vorstellung unterschlagen, dass Sie natürlich auch Buchautor sind mit vielen Büchern. Was ist das Aktuellste? Die größte Chance aller Zeiten. Das müssen Sie uns dann noch erklären. Gerne. Wie wir in dieser Situation, die wir jetzt so beweinen, auch noch eine Chance sehen. Herr Solms, Sie haben eine Biografie vorgelegt, die heißt Frei heraus. Und es ist natürlich verdienstvoll nach, wie gesagt, 37 Jahren im Bundestag in der aktuellen Politik auch so ein Buch zu schreiben. Aber wir haben Sie eigentlich eingeladen, auch vor dem Hintergrund mit diesem Zeitverlauf so eine Art historische Beurteilung abzugeben. Sie sind ja noch in die Politik eingestiegen, da war Ludwig Erhard noch ein Begriff. Hat auch noch gelebt, da hat soziale Marktwirtschaft noch funktioniert. Was ist seither geschehen und warum? Ja, ich glaube, im Rahmen der vielen auch außenpolitischen Problemkreise, die sich entwickelt haben, hat man vergessen, auf unser eigenes Land zu gucken, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wir sind träge, bequem geworden. Unsere Kinder wachsen im Wohlstand auf. Die sehen häufig gar nicht, warum sie noch sich so anstrengen müssen. Es ist ja alles da. Und aus dieser Selbsterlähmung müssen wir heraus. Und das hat die Politik im Grunde genommen immer nur verstärkt. Man hat gesagt, wir müssen nur mehr geben. Wir sind dafür da, dass den Leuten allen gut geht und dass keiner Not leidet. Und dann leidet auch keiner mehr Not. Dann behaupten sie, es wäre immer noch Not im Gange. Und lähmt sozusagen die Leistungskräfte der Gesellschaft. Und was wir jetzt brauchen, eine Entfesselung an allen Bereichen. Und gerade dieser Angriff auf Eigentum zeigt doch, wo diejenigen, die das fordern, wo die hinwollen. Die wollen natürlich die Menschen, die erfolgreich sind und deswegen auch Vermögen aufgebaut haben, enteignen, weil sie sich dieses Vermögens bereichern wollen. Sie glauben dann, sie kriegen den Staat in den Griff, der Staat übernimmt das Vermögen der Privaten und sie können darüber herrschen. So wie das Politbüro in der DDR. Da saßen ein paar alte Männer, die überhaupt nicht mehr mit der Zeit mitgehen konnten. Die haben nichts anderes getan, als darauf zu achten, dass sie an der Macht bleiben. Und dass das ganze Volk nur das tut, was sie vorschlagen. Aber das finden viele Deutsche, glaube ich, mittlerweile ganz in Ordnung. Sie trauen dem Markt nicht, sondern sie sagen, die Politik muss das regeln. Immer wenn irgendwas passiert, muss es die Politik regeln. Benzinpreis ist ja auch so. Wir haben ihn erhöht, jetzt muss man deckeln. Mieten, wir haben sie erhöht, jetzt müssen wir sie deckeln. Also sie müssen, das ist aber unsere Aufgabe, das transparent zu machen und den Menschen zu erklären, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Die wollen euch das mit eure Chancen wegnehmen. Das ist alles. Ja, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Die wollen also eine Vermögensabgabe oder eine Vermögenssteuer einführen, was bei der mittelständischen Wirtschaft zulasten des Eigenkapitals und zulasten der Investitionsfähigkeit geht. Die guten mittelständischen Unternehmen thesaurieren, das heißt reinvestieren, alle über 90% ihrer Gewinne, bis 99%. Also das Geld bleibt im Unternehmen. Und investieren heißt, sie schaffen neue Arbeitsplätze und neue Zukunftschancen. Wenn der Staat ihnen das Geld gibt, wegnimmt, was macht der Staat mit dem Geld? Die Investitionsquote des Staates, ehrlich berechnet, liegt deutlich unter 10%. Das heißt, der Volkswirtschaft werden 90% der Investitionsmittel weggenommen, um sie in irgendwelchen konsumtiven Ausgaben oder falschen Subventionen zu verschleudern. Für die Volkswirtschaft ist das ein riesiger Nachteil.
Aber das wird natürlich auch in den Medien nicht erklärt. Das sind ja ganz einfache Rechenbeispiele, die kann Ihnen auch keiner widerlegen. Sie müssen erklären, der Staat kann nicht mit dem Geld umgehen. Er kann ja nicht mal seine eigene Administration so ausrichten, dass er effizient ist. Schauen Sie mal, die Gesundheitsämter sind nach 2 Jahren Pandemie immer noch nicht vernetzt. Das ist doch unglaublich. Aber woran liegt diese Staatsgläubigkeit? Ist es das Versprechen, dass es irgendwie einen großen Weltgeist gibt, der im Bundestag oder im Kanzleramt residiert, wie einst der Heilige Geist und dann alles richtig regelt? Ja, weil wir, es muss erklärt werden. Und es ist eben eine kleine Schicht der Gesellschaft, die das allmählich versteht und durchschaut. Aber zum Erklären sind ja auch die Medien da und die tun es nicht, nur im geringsten Teil. Vielleicht, weil sie es auch selbst manchmal nicht durchschauen. Ich will das nicht, die Ursache nicht herausfinden, ich weiß es nicht, aber es wird nicht erklärt. So einfaches Beispiel, wenn der Staat das Geld wegnimmt, was er macht damit, dass das schädlich für die Volkswirtschaft, schädlich für die Zukunft, schädlich für die Arbeitsplätze ist. Dafür wird dann angeprangert, irgendjemand besonders Reiches, jetzt ist keine Namen und wie viel der automatisch dazu gewinnt. Das ist völlig wurscht. Entscheidend ist, was mit dem Geld gemacht wird. Und wenn das Geld investiert wird in Deutschland, was Besseres kann doch gar nicht geschehen. Herr Zittelmann, Sie sind ja so ein Erklärer, Sie sind ja ein richtiger Wanderprediger. Sie ziehen ja buchstäblich durch die Welt und predigen eigentlich so ähnlich wie Hermann Otto Solms über die Kraft des Kapitalismus. Warum kommt die in Deutschland nicht mehr zur Geltung? Warum ist Kapitalismus ein Schimpfwort geworden? Ich meine, wir haben im Prinzip in Deutschland ja eine etatistische Tradition, wo eigentlich der Ludwig Erhard eine glückliche Ausnahmeerscheinung war, muss man sagen. Das fing mit Karl Marx, ist ein Deutscher, ja, der Marxismus hat seinen Geburtsort hier. Dann kam Bismarck und hat den Wohlfahrtsstaat eingeführt. Irgendwann kam der Nationalsozialismus mit Adolf Hitler, auch eine etatistische Sicht. Und dann war eigentlich Erhard im Prinzip eher so ein Bruch, der natürlich für all den Wohlstand gesorgt hat, den wir heute haben. Aber wenn die Leute dann den Wohlstand haben an irgendeinem Punkt, dann vergessen sie, was die Gründe sind. Ja? Das kann man auch heute zum Beispiel in China, wo ich ja öfters bin, beobachten. Warum ist es so, dass in China 1981 noch 88% der Menschen in extremer Armut gelebt haben, heute weniger als 1%, weil die zunehmend Marktelemente implementiert haben, mit Deng Xiaoping beginnt. Aber das vergessen die jetzt. Ja? Und da ist jetzt eher auch wieder so eine Staatsrenaissance bei manchen zu beobachten, gerade bei den Jüngeren so, die das ist so ähnlich wie jemand sagen, der ist jetzt total dick geworden erst, dann nimmt er ab. Ja, und wenn er dann schlank ist, dann sagt er, warum soll ich nicht mal Pommes essen oder so? Ich bin ja nicht dick, ja, aber er vergisst, dass er eigentlich schlank wurde, weil er die Diät gemacht hat irgendwann. Er vergisst die Gründe dafür. Und ich habe ja eine internationale Befragung gemacht, wo es darum ging, den Sozialneid zu messen, also für mein Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen. Das habe ich damals nur in 4 Ländern gemacht. Inzwischen ist die Befragung also in 11 Ländern durchgeführt worden. Und da waren die Deutschen nach den Franzosen das Land, wo also der Sozialneid am höchsten ausgeprägt war. Wir haben da überall die gleichen Fragen gestellt in den Ländern. Zum Beispiel die Briten oder auch die Schweden sind viel weniger neidisch als wir. Ich sage mal so ein lustiges Beispiel. Wir haben viele Fragen gestellt. Und eine Frage, die hieß zum Beispiel, wenn Sie hören, dass ein Millionär durch ein riskantes Geschäft viel Geld verliert, dann denken Sie, das geschieht dem Recht so. Ja, das haben wir die Schadenfreude-Frage genannt. Ja. Und das einzige Land, wo es also mehr Zustimmung gab als Ablehnung, war Deutschland. Ja. Da ich also gesagt, wir freuen uns, wenn jemand auf die Schnauze fällt. Ja, da habe ich gesagt, jetzt weiß ich, warum das Wort Schadenfreude, das gibt es ja im Englischen gar nicht. Das heißt, das ist ja aus dem Deutschen übernommen. Da habe ich gesagt, jetzt weiß ich auch, warum die Amerikaner, die Engländer das Wort Schadenfreude aus dem Deutschen übernommen haben. Weil es war in anderen Ländern anders. Auch in Schweden, was man immer so als Beispiel für einen Sozialismus Das ist ja sehr viel Wohlfahrtsstaat. Das ja, ist aber, aber auch nicht in allem. 70% Steuern und so. Ja, aber würde ich gar nicht so sehen, weil es stimmt, die Einkommensteuern sind sehr hoch, aber zum Beispiel die Schweden, die haben die Erbschaftssteuer abgeschafft, die haben die Vermögensteuer abgeschafft, die haben die Schenkungssteuer abgeschafft. Ja, also die waren ja mal sehr sozialistisch, aber haben dann auch Reformen in den 90er Jahren durchgeführt. Und wenn man heute eine Befragung macht, ja, da sind ja also die Schweden wesentlich weniger neidisch als wir Deutschen.
Deutschen. Ja. Und das Problem beim Neid ist, also ich habe mich mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt, ja, und die Psychologen sagen uns, das Spezifische am Neid ist, dass keiner zugeben will, dass er neidisch ist. Ja, warum? Weil, also neidisch ist immer nur der andere. Genau, ich mache das so manchmal, wenn ich meine Vorträge halte, dann sage ich, wir machen mal eine Skala von 1 bis 10. 1 bis 3 ist ganz wenig neidisch und 7 bis 10 ist ganz viel. Und jetzt meldet sich, da melden sich fast alle, dass sie nicht neidisch sind. Ja? Warum ist das so? Weil Neid heißt ja, ich gebe zu, der andere hat was, was ich gerne hätte, aber nicht habe. Ja? Und führt natürlich zu der psychologisch unbequemen Frage, warum habe ich das denn nicht? Und das kann leicht zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Und deswegen ist Neid also was, was die Leute nicht zugeben. Und man hat einfach den Neid heute andere Begriffe für ausgedacht, also soziale Gerechtigkeit zum Beispiel oder Gleichheit. Ja, das ist einfach, das hört sich halt schöner an, aber im Kern ist es natürlich der Neid und der scheint in Deutschland und wie gesagt, die Franzosen, die übertreffen uns sogar noch, ja, besonders stark ausgeprägt zu sein. Marc Friedrich, aber wie ist es jetzt, wenn die Leute ihr Geld anlegen? Dann werden sie ja auch gierig, oder? Haben die da zwei Seelen in der Brust? Bei der Politik sind sie für Verstaatlichung, aber ihr Sparkonto muss sich mit 10% verzinsen. Ja, ob das Gier ist, ich glaube eher, die Menschen möchten halt fürs Alter vorsorgen und möchten ihr Geld gut angelegt wissen und vor allem möchten sie nicht abgeben müssen durch Nullzinsphase oder durch die Inflation, also eine natürliche Enteignung. Das möchten sie natürlich vermeiden, aber deswegen macht der Deutsche gar nichts. Er ist irgendwie so hilflos und überfordert und lässt dann das Geld auf dem Konto liegen. Wir haben über 5 Billionen Euro auf Konten liegen und das ist die schlechteste Lösung eigentlich. 5.000 Milliarden. 5.000 Milliarden, genau. Das ist, könnte man im Bundeshaushalt mehr als anderthalb Jahre finanzieren. Aber Fakt ist tatsächlich, dass man halt einfach ratlos ist und dass die Deutschen das lieber auf dem Konto lassen und da wird es immer weniger wert, statt aktiv zu werden. Weil Immobilien sind zu teuer, Aktien, den trauen sie nicht seit neuer Markt, ne? Und anderen Sachen, ja, dann kaufen sie vielleicht noch Gold, wenn es gut läuft. Aber ansonsten sind sie halt finanzielle Analphabetenleiter. Und da müsste die Politik eigentlich auch eher die Menschen auffordern, mündige Investoren, mündige Bürger zu werden. Dann haben wir das ja mal eine Zeit lang versucht. Das war dann die Riester-Rente. Das sollte man zur gesetzlichen Rente, eine selbst finanzierte Rente mit Staatszuschuss. Und das war auch ein Schlag ins Wasser. Ja, wie so oft, wie viele staatliche Programme, war das leider ein reines Subventionsprogramm für die Finanzlobby. Damals war es ja Rot-Grün und Schröder und Marschmeier haben da dann sich die Hand gegeben. Und die einzigen, die verdient haben, waren die Finanzdienstleister, waren die Makler und der Sparer und die Sparerin schauten in die Röhre und sitzen jetzt auf eigentlich ganz schlechten Produkten, die unter der Inflationsrate sind. Das ist aber ein sehr schwerer Vorwurf, den Sie da erheben. Ja, aber der ist ja von mehreren Seiten bestätigt. Also die Riester-Rente ist definitiv gescheitert, ist eigentlich die Bankrotterklärung gewesen und hätte man das Geld in einen ETF gesteckt oder... Was ist ETF? Das klingt so wie eine Zauberformel. Ja, in Indizfonds sozusagen, in den DAX. Also oder hätte man Gold gekauft, wäre man besser gefahren, als wenn man das in die Riester-Rente investiert hätte, weil, wie gesagt, die Verzinsung nach Abzug aller Gebühren, Maklergebühren, Provisionen und so weiter, Administrationsgebühren ist unter der Inflationsrate und damit hat man einfach ein schlechtes Geschäft gemacht. Als die ersten Diskussionen aufkamen über Negativzinsen, dachte ich, das ist irgendwie eine Verschwörungstheorie. Jetzt sind sie da. Mhm. Reagieren die Leute darauf? Teils. Das ist begriffen. Ja, also einige, das merke ich auch in der Honorarberatung, die heben tatsächlich das Geld lieber ab, legen es ins Schließfach oder in den Tresor, weil dann müssen sie keine Negativzinsen zahlen. Und die Grenze wird ja immer weiter nach unten justiert. Wir waren am Anfang bei 1 Million, dann 500.000, 250.000. Aber jetzt kommen die ersten Banken und sagen 50. Ab 100.000, 50.000 oder sogar ab dem ersten Euro. Die Banken sind aber gar nicht die Schuldigen. Die Schuldigen ist wieder mal die EZB. Ja, die weil, EZB. Weil die Banken geben diesen Kostendruck, den sie haben, lediglich an die Kunden weiter. Und die Kosten hat die EZB verursacht, weil die Banken müssen ja auch Negativzinsen zahlen für das Kapital an die EZB, das dann da liegt. Und dahingehend geben sie die Kosten 1:1 weiter. Also die Bösen sind nicht die Banken, sondern die Zentralbank. Die Zentralbank, früher hieß die Deutsche Bundesbank, war so eine Garantie früher für den Sparer, weil Geldwertstabilität bedeutet ja, dass er sich das Geld irgendwo hinlegen kann und gut schlafen kann. Haben wir ein Problem mit der Europäischen Zentralbank oder mit dem Euro? Ein Problem, das wir nicht so gerne diskutieren, was politisch nicht gefällt. Ja, natürlich haben wir ein Problem. Die Europäische Zentralbank macht eine Politik, die über ihren Auftrag hinausgeht. Ja. Ihr Auftrag ist Sicherung der Geldwertstabilität, aber sie macht Konjunkturpolitik. Weil die südlichen Länder und die Mehrheit der Länder innerhalb des Euro-Raumes eben zu sich zu sehr mit Schulden finanzieren, ihre Aufgaben, haben sie das Geld billig gemacht, damit die für Schulden keine Zinsen zahlen müssen.
und deswegen ihre Schlendrian weiter betreiben können. Aber die stellen halt die Mehrheit der Vorstandsmitglieder in der EZB. Und die Vernünftigen, wie die Österreicher, Deutschen und Niederländer und so weiter, sind in der Minderheit und können eine vernünftige Politik nicht durchsetzen. Ich bin der Meinung, dass an den Europäischen Gerichtshof zu gehen, hat überhaupt keine Chance, weil die Herren Richter und Damen Richter sich grundsätzlich immer nur für europäische Maßnahmen entscheiden, auf Grundlage der vier Freiheiten. Also alles, was europäisch ist, ist gut und alles, was möglicherweise national ist oder antieuropäisch ist, ist schlecht. Obwohl die Verfassung gebrochen wurde, nachweislich. Obwohl die Verfassung gebrochen wurde, was ja auch das Verfassungsgericht nachgewiesen hat. Und in meinen Augen würde nur ein Mittel helfen, was die FDP auch fordert, dass wir einen zweiten Senat im Europäischen Gerichtshof installieren, der für die Zuständigkeiten zuständig ist, also der entscheidet, was ist europäisch notwendig und was ist besser auf andere. Jetzt kommen wir auf eine sehr komplexe Frage, nämlich die Frage, hat das Bundesverfassungsgericht überhaupt noch eine Funktion oder ist das längst weg? Aber in der Geldpolitik ist es ja weg. Die Bundesbank ist ja nur noch dafür da, schmutzige Geldscheine auszutauschen oder zu waschen. Ja, immerhin haben wir die Geldscheine noch. Ja, noch. Aber fürchten Sie eigentlich Inflation als enteignungsgleichen Vorgang oder ist es die Angst von bösen Journalisten? Nein, Inflation ist immer Enteignung der kleinen Leute. Die ganze linke Truppe schreit nach sozialer Gerechtigkeit und Umsatz. Ja, dann müssen sie die Inflation bekämpfen. Ja. Das ist die gemeinste Art, die Leute zu enteignen, weil sie es nicht merken direkt. Aber sie spüren es im Laufe der Zeit natürlich gewaltig. Ist es erlaubt, Herr Zittelmann, eigentlich da historische Vergleiche zu ziehen? Wir haben ja in Deutschland in den 20er Jahren eine ungeheure Inflation gehabt, die hat andere Ursachen. Sie hat die Gesellschaft destabilisiert. Aber sie hat zur Machtergreifung der Nazis geführt, ne? Ja. Politisch gesehen. Und sie hat natürlich auch klein angefangen. Kann man die wieder stoppen? Ja, was man also besonders daraus lernen kann, ist auch, sagen wir mal, was dann nicht hilft. Ja, zum Beispiel manche sagen, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, ja, weil dann bin ich ja sicher. Ja, und die wissen ja, das nicht, haben wir mitgekriegt. Die wissen nicht, dass es die Hauszinssteuer gab damals. Ja. Was war das? Die sogenannte Hauszinssteuer. Ja, also ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber in der Wirkung so, dass also, wenn du jetzt eine Immobilie gekauft hast, wurde so eine hohe Steuer drauf belegt, dass also dieser Inflationsschutz, den du eigentlich beabsichtigt hast, nicht erzielt wurde. Das heißt also, man muss immer wissen, auch wenn da einer denkt, ich bin jetzt besonders clever und tun Schnippchen schlagen den anderen, ja, der Staat ist immer irgendwo ein Stück voraus. Und da kann ich auch noch ein anderes Beispiel bringen. Ich habe neulich eine Veranstaltung gemacht für Unternehmer, vermögende Leute. Und da ging es darum, welche steuerlichen Änderungen sind jetzt möglicherweise zu erwarten, wenn wir eine rot-rot-grüne Bundesregierung bekommen. Und da waren also die Top-Steuerexperten, Professoren und so weiter da und haben referiert. Und dann habe ich mal gefragt in den Raum, wer von Ihnen hat sich schon mal ernsthafter mit dem Gedanken der Auswanderung befasst? Und da haben sich 85% gemeldet in dem Raum. Klar, die waren auch an dem Thema interessiert. Aber ich kann auch sagen, aus meinem eigenen Freundeskreis, der also überwiegend aus Unternehmern besteht, dass es fast keinen gibt, der sich nicht ernsthaft damit beschäftigt. Das heißt nicht, dass die alle gehen werden dann. Ja? Aber die Beschäftigung ist da. Und am Schluss der Veranstaltung waren die Leute unheimlich frustriert, weil sie lernen mussten, dass das gar nicht so einfach ist. Ich sage mal ein Beispiel, was viele auch nicht wissen. Es gibt ja schon länger die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Ja? Also das heißt, wenn Sie... Was ist das, wenn ich weggehe, muss ich zahlen? Genau, wenn Sie als Unternehmer weg sind, dann wird so getan, als ob Sie Ihre Firma verkauft hätten, ja, und müssen das dann nach dem Teileinkünfteverfahren, müssen praktisch dann den fiktiven Veräußerungsgewinn, obwohl Sie es gar nicht veräußert haben, versteuern. Und bisher war es aber möglich, dass Sie ins europäische Ausland ziehen konnten. Da kam das zwar auch, aber das wurde praktisch endlos und zinslos gestundet. Und das ist jetzt
beseitigt worden. Der Bundesrat hat gerade im Juni zugestimmt. Das heißt, diese Ausnahmeregelung, die ist jetzt gefallen, und zwar ab 1. Januar 2022. Das heißt also, ich nenne das eine Steuermauer. Ja, früher haben die Kommunisten hier in Berlin eine Mauer gebaut. Mauer, ja, und jetzt wird hier eine fiskalische Mauer gebaut. Und dafür ein zweites Beispiel. Es gibt ein Gutachten des DIW, das ist ja sozusagen der Think Tank der linken Parteien. Und die haben überlegt, was können wir jetzt machen, wenn die Steuern erhöht werden, dass man die Leute daran hindert, wegzugehen. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine einmalige Vermögensabgabe, zum Beispiel in Höhe von 20%. Die musst du aber nicht gleich zahlen, sondern die kannst du dann auf 20 Jahre Stückel zahlen. Ja? Das heißt aber, wenn die dann erhoben wird, zum Beispiel im nächsten Jahr, und du ziehst weg, dann nützt dir es gar nichts, weil die Steuerschuld ist ja schon entstanden. Ja? Das heißt, selbst wenn du dann die deutsche Staat... Also ich muss immer einfacher fragen. Ich habe mir das immer so vorgestellt in meinem simplen Gehirn. Ich ziehe halt nach Österreich um oder nach Ungarn und habe meinen Wohnsitz da und fertig. Und das geht nicht mehr? Ja, also das geht aus zwei Gründen. Erstens, wenn Sie Unternehmer sind, Sie sind ja auch Unternehmer, dann kommt diese fiktive Veräußerungsgewinn praktisch von Ihrer Firma. Ja? Den müssen Sie dann erstmal versteuern. Ich dachte, in Europa dürfen wir überall hinziehen. Ich könnte mir auch Sie dürfen auch überall hinziehen. Ja? Und bisher wurde es Ihnen, wenn es im EU-Raum war, auch dann zinslos gestundet. Ja? Also die Steuer war schon da, aber die ist erst angefallen, wenn Sie es irgendwann mal verkauft haben. Aber jetzt ist es so, dass die sofort fällig wird. Man tut nur gnädigerweise sagen, Sie können es dann in 7 Jahren Ratenzahlung abzahlen. Aber jetzt die nächste Idee, die ist ja noch perfider. Wie gesagt, diese einmalige Vermögensabgabe, die wird dann fällig und dann ziehst du weg. Ja, aber du schuldest das dem deutschen Staat dann, selbst wenn du die Staatsangehörigkeit aufgibst. Oder die Grünen, die haben ja noch eine andere Idee, die sagen, wir müssen jetzt die Steuerpflicht nicht mehr knüpfen an den Wohnsitz, wie es bisher ist, ja, sondern so wie in den USA zum Beispiel, da ist es ja schon so, an die Staatsangehörigkeit. Das heißt, du musst dann praktisch die deutsche Staatsangehörigkeit aufgeben. Da war einer bei mir auf der Veranstaltung, das war so einer aus der Schweiz, ja, der hat sich darauf spezialisiert, nur vermögenden Leuten die zweite, dritte, vierte Staatsangehörigkeit zu besorgen, damit sie für den Fall, wenn sowas passiert, den deutschen Pass zurückgeben können und haben dann eine andere Staatsangehörigkeit. Also das heißt... Das klingt aber schon wieder Trick sehr reicher Leute, oder? Das ist klar. Wenn der Staat die Leute unfair behandelt... Ja, dann wehren sie sich. Und dann wehren die sich. Und das ist halt die Vorstellung vom Staat, wir besteuern die Leute jetzt endlos. Ja, und dann, aber so dumm sind die auch nicht, dass die wissen, dann hauen die ab. Ja. Und wie gesagt, dann gibt es zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, man baut eine Mauer. Das ist, was man in der DDR gemacht hat. Und das andere ist, was ich nenne, die fiskalische Mauer. Und das ist halt die im Moment so dramatisch? Ist es so dramatisch? Ja, das ist in der langfristigen Wirkung ist das so. Wir haben ja heute schon einen riesigen Brain Drain, ja, insbesondere in die USA. Also der fähigste wissenschaftliche Nachwuchs wird von den amerikanischen Hochschulen auch angeworben, das ist klar. Die holen die besten Leute in der ganzen Welt dorthin, haben sehr viel bessere Bedingungen dort als hier, sehr großzügige Lebensumstände, wenn sie nach Berkeley gehen oder nach Stanford gehen, kleines Paradies. Und dann kommen die nicht mehr zurück, weil sie werden ja in Deutschland viel schlechter behandelt als dort. Und das ist die große Gefahr. Und je mehr man versucht, die hier einzuschließen, desto mehr Anreize schafft man, dass sie weggehen. Genau das Gegenteil wird damit bewirkt. Ich kenne ja auch viele Leute, die wollen wegziehen. Ist es wirklich so schwer? Und was macht derjenige, der hier bleiben muss? Ich meine, wer wegzieht, braucht ja ein Vermögen. Er kann ja dann nichts mehr verdienen meistens im Ausland, sondern er muss ja irgendwie Unternehmer sein. Also tatsächlich kannst du bestätigen, Auswandern ist gerade ein ganz heißes Thema. Auch bei mir in der Honorarberatung fragen ganz viele nach einer Exit-Strategie. Ich finde, Auswandern ist die schlechteste Lösung von allen, weil hier ist man verwurzelt, hier hat man die sozialen Kontakte, man spricht die Sprache, das ist die Heimat und so weiter. Das andere ist eigentlich sowas wie eine Flucht, ne, ins Ungewisse, weil auch da ist es nicht besser. Auch da kann man jederzeit besteuert werden, wenn die Regierung wechselt. Problem ist tatsächlich, dass wir gerade eigentlich wieder einen weiteren Gesetzesbruch sehen oder einen Verfassungsbruch sehen, weil Sie haben es schön genannt. Eigentlich haben wir die Freizügigkeit in Europa. Man darf innerhalb der EU eigentlich umziehen und dürfte da nicht nachteilig behandelt werden. Gibt es auch Gleichhandelsgesetz, dass sie alle gleich behandelt werden. Und all das wird momentan vom deutschen Gesetzgeber einfach so weggewischt und wir müssen zahlen. Also wenn man hier bleibt und Rot-Rot-Grün kommt und Scholz ist Kanzler, dann wird die Zeche teurer. Wir werden steigende Abgaben sehen, höhere Steuern und wir werden die Zeche zahlen, bis der Bürger irgendwann halt mal dann sauer ist und vielleicht auf die Barrikaden geht.
Jetzt kriege ich schreckliche Depressionen und dann schaue ich auf Ihr Buch, das heißt Die größte Chance aller Zeiten. Ja. Haben Sie da eine gute Schlagzeile gemacht, um zu verdienen, oder wo sehen Sie die Chancen? Ja, also Krisen sind Chancen. Der Mensch ist vor allem bereit, wirklich neue Wege zu beschreiten, wenn er in der Krise ist. Wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit, wann hatte Deutschland den größten Wohlstandseffekt gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich glaube, wir sind uns einig, das war die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts. Und danach haben wir die Ärmel hochgekrempelt und haben wirklich ein Grundgesetz gebaut, ein Land aufgebaut, um das uns alle beneiden. Wir wurden die Nummer eins, von Zero to Hero sozusagen. Wir sind so reich wie noch nie. Wir haben unglaubliche Wohlstandseffekte erzielt, dank des Kapitalismus, dank des sozialen Marktwirtschaft, dank der freiheitlichen Ordnung, und die steht momentan stark unter Beschuss. Und deswegen, der Mensch lernt durch Scheitern. Seit jeher ist in der Evolution das Scheitern und der Crash eigentlich Bestandteil der menschlichen Evolution. Und es kann jeder in seiner eigenen Biografie sehen. Wann hatten wir die größten Lerneffekte? Der erste Liebeskummer, die erste Sex vielleicht in Mathematik, ja, und dann vielleicht die erste Enttäuschung in der Freundschaft. Und dann lernt man daraus, und das wird auch dieses Mal so sein, wir werden mit 150 gegen die Wand fahren und dann werden wir die Chance haben, eine goldene Ära einzutauchen, indem wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Ich glaube, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. Also da depressiv jetzt. Also das ist die menschliche Natur. Das sind Zyklen. Da will ich unbedingt widersprechen an dem Punkt. Und zwar, diese Beispiele gibt es in der Geschichte. Ja? Also wenn man zum Beispiel sieht, Großbritannien war in den 70er Jahren vollkommen vor die Wand gefahren, dann kam Maggie Thatcher und hat es reformiert. Oder auch Schröder mit den Arbeitsmarktreformen in Schweden oder auch Reagan oder auch in China, denkst ja auch Ping nach der Mao-Ära. Also diese Beispiele gibt es. Ja? Aber jetzt Geschichte ist ja nicht wie ein Hollywood-Film, wo es praktisch eine Happy-End-Garantie gibt, sondern es kann auch immer eine schlimme Situation noch schlimmer werden. Also Gegenbeispiel Deutschland 30er Jahre, Ende der 20er Jahre, Weltwirtschaftskrise. Ja, und da kam es halt nicht das gute Ende, sondern da kam es zum bösen Ende. Ja. Ich sage es nochmal aus einem Grund, weil nämlich viele jetzt sagen, auch aktuell, dann haben wir halt mal 4 Jahre Rot-Rot-Grün, ja, und dann werden die Leute schon daraus lernen und danach wählen sie dann alle marktwirtschaftlich oder so. Und da sage ich, das ist eine ganz gefährliche Illusion. Das sieht man auch hier in Berlin, dass es nicht stimmt. Ja. Wir haben jetzt in Berlin ja auch Wahlen, die ganze Stadt wird hier runtergewirtschaftet, offensichtlich, aber die werden wiedergewählt, wird man sehen. Ja. Und deswegen, also ich habe da neulich in der Welt mal einen Artikel geschrieben, da habe ich mich über den sonst von mir geschätzten Herrn Poschert ein bisschen geärgert, weil der hat so einen Artikel geschrieben, ja, wir müssen da jetzt mal durch und danach wird es besser. Es stimmt, das gibt kann keine so Garantie. Ja, aber es gibt überhaupt keine Garantie. Aber es geht uns doch gut. Die meisten Leute würden Ihnen sagen, es geht uns doch gut. Was macht ihr dafür bei diesem herrlichen Spätsommertag? Was macht ihr dafür? Naja, die Probleme sind ja alle in die Zukunft geschoben. Insofern ist schon klar, die Situation, das wird irgendwann krachen und immer schlimmer werden, weil wir haben ja lauter massiv aufgeschobene Probleme. Ja? Nur die Frage ist, was dann passiert, welche Folgerungen die Menschen draus ziehen. Und wenn man wie in Deutschland so eine grundsätzlich etatistische Gesinnung hat, ja, dann befürchte ich halt, dass dann der Ruf nicht ist, wir brauchen jetzt mehr Freiheit und mehr Markt, was ich sagen würde, sondern wir brauchen jetzt noch mehr Staat. Ja, und das ist das Gefährliche. Das habe ich ja gesagt, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. Ich habe die gleiche Befürchtung, dass wir neigen ja zum Extremen in Deutschland, dass es noch extremer wird, noch schlimmer wird und erst dann die Heilung folgen wird. Die Heilung folgen könnte, ja, weil ich sage, es kann auch noch schlimmer werden. Ja, nee, es wird schlimmer, aber ich bin positiv auf die Menschen. Also wird es schlimmer, wird es ganz schlimmer und immer noch schlimmer. Also es ist ja, das hängt ja, das Lebensgefühl meine, es wird ist ja immer, anders, viele tun die Politik so ab, es hängt aber jetzt entscheidend von den Wahlen ab, ja, welche Mehrheit wir kriegen und was daraus gemacht wird. Der Fehler von Herrn Laschet war, dass er zu spät deutlich gemacht hat, dass er die Ära Merkel beenden will. Hätte der das sofort gemacht? Will er das wirklich oder hat er das nur so als Verlegenheit? Nein, ich glaube, dass er das wirklich will. Das machen sie ja auch in Nordrhein-Westfalen im Land sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass er die Erfolge auch sieht und sieht, dass hier gehandelt werden muss. Vielleicht nicht so klar, wie wir das machen würden. Aber wir haben ja auch die Erfahrung gemacht als FDP. Wir sind 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen bei der Bundestagswahl. Und wir haben diese Niederlage genutzt für einen Neuanfang. War die Chance, sehen Sie. Und das war die Chance. Und das habe ich an demselben Abend, an dem Wahlabend schon in irgendeinem Fernsehkamera gesagt. Diese Niederlage, wenn wir diese Niederlage richtig verstehen und nutzen, dann wird das eine Chance für uns sein. Ja? Aber Sie müssen die Chance auch
Ergreifen wollen. Wollen. Und steht da die, und ist umsetzen. Da die, ist da die Bereitschaft der Bevölkerung da? Oder Herr Solms hat ja davon gesprochen, dass die Medien da eigentlich ein anderes Lied singen, ein Garstig-Lied, ein Verstaatlichungslied? Die Medien sind natürlich das ganz große Problem. Also kennt ja jeder die Umfrage unter den Volontären, wo 92% Grüne oder Linke wählen. Ja, und ich bin also noch so aufgrund meines Alters jemand, der, ich gucke jede Talkshow und ich gucke jeden Abend die Tagesthemen und reg mich jedes Mal über die Gendersprache auf. Ja. Aber jetzt ist es ja toll, dass es so Formate gibt wie das, was Sie hier machen. Oder ich bin jetzt ein großer Fan von Bild TV auch. Ich gucke also auch immer. Das ist die Konkurrenz. Aber es ist ja gut, es muss ganz viele geben, so was Sie jetzt machen oder Bild TV. Das ist ja schön, der Markt wirkt. Der Markt entscheidet, ja, genau. Ja, und ich sage, die sollen ruhig weitermachen, die Leute entnerven mit ihrer Gendersprache. Ja, das ist ja auch so ein Beispiel der Arroganz. Die wissen aus Umfragen, dass 80% der Zuschauer es ablehnen. Sagen, macht aber nichts, wir machen es trotzdem weiter. Ja? Wenn ich wüsste jetzt als Unternehmer, 80% meiner Kunden lehnen das Produkt ab, so wie es ist, dann würde ich mir doch überlegen, du musst jetzt irgendwas anders machen. Und das ist aber der Unterschied, das ist ja wie ein Missionar, der sagt, nee, ich habe meinen Glauben und ich missioniere jetzt die Leute. Und ich meine, eine Nische. Die 20% sind eine Nische, die man ausbauen kann. Ja. Ja. Lassen Sie uns mal ganz kurz, Marc Friedrich, noch für Kleinsparer reden. Was empfehlen Sie denen? Ich meine, Sie haben ja selbst gesagt, Aktien davor haben die Angst, Gold gibt es nicht so in so kleinen, ganz kleinen Einheiten, man weiß auch nicht, was damit passiert. Was empfehlen Sie denn jetzt, wenn ein Normalbürger mit ein bisschen gesparten und ein bisschen laufendem Ersparnis, was soll der tun? Auf keinen Fall das Geld auf dem Konto lassen, weil da wird es automatisch entwertet. Dann natürlich also gleich ausgeben? Ja, entweder ausgeben oder halt investieren. Also wir sehen ja, die Notenbank druckt unendlich Geld. Wir sehen, der Staat macht unendlich Schulden. Und das heißt, er braucht eigentlich irgendein Gegengewicht, das limitiert ist, also das nicht endlich ist. Aber Immobilien geht auch nicht, sagt jetzt. Nee, genau. Immobilien sind so heiß gelaufen. Aber man braucht als eine Art Lebensversicherung durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Gold bietet sich an. Ich meine, die Bundesbank hat bis zum heutigen Tag, obwohl wir kein Goldsystem mehr haben, kein Goldstandard mehr haben, hat die Gold im Portfolio mit über 3.600 Tonnen. Warum? Weil sie wissen, die Menschheit vertraut seit 5.000 Jahren diesem archaischen Relikt und deswegen haben die Gold. Also ich würde mir Gold kaufen, ich würde mir vielleicht Silber kaufen, ich würde mir Aktien kaufen von Rohstoffunternehmen, weil die Rohstoffe sind ja auch durch die Natur limitiert. Ich bin noch ein Fan von Bitcoin, weil es ein dezentrales System ist. Ich würde mir, wenn ich eine Immobilie habe, würde ich die behalten beziehungsweise vielleicht sogar antizyklisch verkaufen und dann würde ich einfach investieren in Güter, die ich verstehe, die ich anfassen kann. Und es kann für den reicheren Diamant sein, es kann für einen Kleinsparer ein ETF-Fonds sein oder halt eine Goldmünze oder eine Silbermünze. Aber man kann schon ab 20 Euro sich einen Fondssparplan kaufen oder halt auch einen Bitcoin-Anteil. Ich meine, bei mir ist das so, weil die Leute wissen, dass ich also als Investor doch sehr erfolgreich war, werde ich ja auch das oft gefragt, was er macht. Und ich habe eigentlich die ganzen Jahre immer gesagt, den größten Teil der Zeit ist es auch mal sinnvoll, nichts zu machen, weil im Unterschied zum institutionellen Investor bist du ja nicht gezwungen, permanent irgendwas zu machen. Aber dann musst du gucken, wann ist ein Zeitpunkt da, und da bin ich wieder bei Ihnen mit der Krise, ja, wann es richtig ist. Ich sage mal ein Beispiel, ich habe im letzten März ein ETF gekauft, jetzt für meine Verhältnisse nicht so viel, aber ich habe eine Million reingesteckt, der war damals von 142 auf 101 gefallen, ist jetzt bei 170. Ja. Aber das war halt ein Zeitpunkt, da habe ich dann meinen Freund, den ich sonst immer gefragt habe, gesagt, also du wolltest doch immer was machen, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo du dir mal überlegen könntest, was zu machen, im März letzten Jahres. Ja. Aber da haben sie es alle nicht gemacht. So, ja. Das ist halt, aber ich bin ja auch mit meinen Immobilien, bin ich ja dadurch vermögend geworden, dass ich gekauft habe zu Zeitpunkten, wo jeder sich an den Kopf gefasst hat, die Deutsche Bank hat mir abgeraten, Experten haben gesagt, das ist eine ganz schlechte Idee, und da war es billig. Ja. Und die meisten Leute schwimmen halt mit dem Strom. Genau. Und man muss nicht immer was machen jederzeit. Man muss nur sehen, wenn dann ein Moment da ist, und zwar so eine Krisensituation zum Beispiel, so ein richtig schöner Crash, wie wir im letzten März hatten, dann ist es richtig. Und jetzt haben Sie ja so eine lange Perspektive, und darauf möchte ich nochmal zugreifen. Was ist Ihr Rat jetzt über den Tag hinaus? Ja, der Kleinanleger, der muss, in meinen Augen, der sollte sich einen konservativen Fonds kaufen. Bitcoin finde ich zu volatil, um das zu empfehlen. Das verstehen die auch nicht. Ich meine, der ist so politisch, jetzt, und zwar ohne Partei. Na, politisch. Politisch müssen, wir laden zurzeit keine Parteipolitik. Man muss den Menschen sagen, dass wir hier nicht eine Insel der Seligen sind, sondern dass wir im globalen Wettbewerb bestehen und dass wir in den letzten Jahren im Wettbewerb zurückgefallen sind. Das geht eine Weile, wir haben hohe Reserven, aber es geht nicht unendlich. Und die eigentlichen Probleme kommen dann, wenn
die Babyboomer aus der Arbeitsgeneration rausgehen, in Rente gehen und die nachwachsenden Generationen sehr viel kleiner sind, dann geht uns die Facharbeiterschaft verloren. Dann, das heißt, die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft wird schwächer und wir haben dafür keine Vorsorge getrieben. Wir müssten deshalb jetzt einen gewaltigen Investitionsprozess einleiten, der uns bei uns die Produktivität steigert, damit wir diese Verluste ausgleichen können und gleichzeitig die moderne die Struktur, Angebotsstruktur, Maschinenapparat, Produktionsverfahren, Forschung und Entwicklung so stärken, dass wir dann im internationalen Wettbewerb wieder mithalten können. Und wir haben den großen Vorteil in Deutschland, dass wir eine sehr durchmischte mittelständische Wirtschaft haben, die häufig hoch spezialisiert sind und insofern schwer angreifbar sind. Das ist der Rückgrat unserer Wirtschaft, nicht VW, sondern die sind der Rückgrat. Und auf deren Interessen muss man achten. Vielen Dank, Herr Solms, vielen Dank, Herr Zettelmann. Vielen Dank, Marc Friedrich. Es war eine bemerkenswerte Debatte. Rennen Sie nicht gleich zur Bank und kaufen Sie nicht morgen Gold, sondern reicht auch noch übermorgen. Vielen Dank. Und nächste Woche gibt es wieder Tichys Ausblick. Und da freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind. Es wird vielleicht optimistisch, aber garantieren kann ich es Ihnen nicht.